Wissenschaft bedeutet für mich zuallererst Leidenschaft. Systematische Neugier. Objektivität. Empirische Forschung. Die Befriedigung meiner Neugier. Etwas, was wir miteinander nur tun können. Ja, wir versuchen, die Probleme so einfach und systematisch wie möglich zu lösen. Wobei es sicher so ist, dass in jeder Wissenschaftsdisziplin das Wissen auf Traditionen beruht, aber eben der Prozess in die Zukunft ein evolutionärer Prozess ist. Die Schülerinnen und Schüler können Wissenschaft durch eigenes Tätigwerden in ihr erleben. Sie regen damit auch die Wissenschaft an, und zwar einerseits in Fragen der Vermittlung, andererseits aber auch in Fragen der Fragestellung selber. Und ich glaube, es eröffnet für mal die Schülerinnen jetzt eine Perspektive auf Forschung, die sie sonst, wenn sie normal in die Schule gehen, nicht haben können. Junge Menschen wirken danach als Multiplikatoren in die Bevölkerung hinein, die ja gerade in Österreich noch eine gewisse Wissenschafts- und Forschungsskepsis hat. Expertinnen aus der Praxis können sehr, sehr eine große Hilfe darstellen, weil wir damit gezwungen sind, die eigenen Positionen klarer und deutlicher zu formulieren. Für mich war diese interdisziplinäre, transdisziplinäre Arbeit immer sehr wichtig, um meine Forschung realitätsnah zu verorten. Grundlagenwissenschaften, Möglichkeiten der Methodik in der Physik, Chemie, in den Werkstoffwissenschaften geben uns ganz neue Möglichkeiten, die empirischen Erkenntnisse, die wir schon haben, auch kausalanalytisch nachzuvollziehen. Innovation in der Wissenschaft entsteht niemals im Kern des gesicherten Wissens einer Disziplin, sondern immer an den Rändern. Interdisziplinarität ist das eigentliche Innovationssystem der Wissenschaft. Das Spannendste für mich war mit den Wissenschaftlern, dass man in Kontakt tritt mit denen und man merkt immer, wo die Forschung gerade ist. Dass man das immer mitkriegt, das ist immer gut. Ich finde, es ist sehr wichtig, dass es unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen gibt, die auch einen unterschiedlichen Blickwinkel auf die Welt und auf deren Probleme werfen können. Interdisziplinäres Arbeiten birgt auch Gefahren, vor allem dann, wenn man keinen soliden Standpunkt hat. Man braucht hier Sicherheit und Festigkeit, um dann über die eigenen Fachgrenzen hinaus zu sehen. Wir sind durch diesen Praxiskontext einerseits irritiert als Wissenschaftlerinnen. Wir können nicht in unserem Jargon sprechen, das ist schwierig, wir müssen uns verständlich machen. Aber andererseits in dem Moment, wie wir versuchen, uns verständlich zu machen für andere, verstehen wir meist auch selber besser, was wir tun. Das hat eine ganz schöne Rückwirkung auf uns selbst. Wir lernen dabei und wir sind auch viel effektiver in unserer Wirkung auf Gesellschaft.